wenn ich immobil bin oder im Bett liege oder ich verordne Bettruhe, dann ist sie so gefährlich, dass ich eigentlich darüber aufklären müsste. Bettruhe ist extrem nachteilig. Wenn ich Patienten Bettruhe verordne, muss ich wissen, was ich damit anrichte. Es geht gerade bei älteren Menschen rasend schnell, dass man Mobilität, Koordination, Gleichgewichtsregulation verliert. Und es ist mühsam, es dauert zeitlich etwa 6 bis 10 Mal so lange, das wieder aufzuholen, was man in kurzer Zeit verloren hat. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Rechtsdepesche, wo wir uns mit rechtlichen, mit pflegerischen und medizinischen Fragestellungen auseinandersetzen, getreu unserem Motto aus der Praxis für die Praxis. Ich freue mich, dass ich Herrn Professor Helmut Frohnhofen für ein Gespräch gewinnen konnte, seines Zeichen Geriater. Und ich möchte heute ein sehr wichtiges Thema ansprechen für den Patienten, aber auch für die Pflege, und zwar geht es um die Erhaltung und Förderung der Mobilität. Es gibt hierzu einen Expertenstand des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Und ich habe über dieses Thema mit Frau Professor Angelika Zegelin eine ganze Reihe von gemeinsamen Vorträgen, gemeinsamen Kongressen gehabt und habe da gelernt, dass die Erhaltung und Förderung der Mobilität ein ganz, ganz elementarer Punkt ist, den man im Fokus haben muss und sozusagen zu einer der wesentlichen Aufgaben, neben vielen anderen natürlich, der Pflegefachkraft ist, diese Mobilitätserhaltung entsprechend im Fokus zu haben. Und sie hat einen hochinteressanten Ansatz, den sie dann in ihren Vorträgen auch entsprechend weitergibt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber eine Drei-Schritte-Theorie. Das bedeutet, dass bei jeder Aktion, sei es einem Toilettengang, sei es sozusagen einer Umsetzung, dass man mit dem Patienten, mit dem Bewohner im Altenheim 3 Schritte geht und ihn nicht sozusagen einfach aus dem Stuhl in den Rollstuhl mobilisiert, weil das in ihrer Augen keine Mobilisation ist, sondern dass man vielleicht dann quasi den Patienten aus dem Bett sozusagen aufrichtet und mit ihm dann 3 Schritte in den Stuhl geht oder 3 Schritte in den Rollstuhl geht, um dann eine größere Strecke über den Rollstuhl mit dem Bewohner oder Patienten zurückzulegen, weil sie einfach sagt, wenn das nicht gemacht wird, dann haben wir ganz schnell Muskelschwund und dann haben wir eine sogenannte Ortsfixierung. Das war so eine Begrifflichkeit, die sie eingebracht hat, dass der Patient gar nicht mehr oder Bewohner gar nicht mehr in der Lage ist, sich dann selbstständig aus eigener Kraft fortzubewegen und dann an seinen Rollstuhl gefesselt ist. Ich benutze jetzt mal ganz bewusst dieses martialische Wort gefesselt. Und da meine Frage an den Geriater, wie sehen Sie das? Ist das ein Konzept, was tragfähig ist? Ist das ein Konzept, was in der Praxis umsetzbar ist? Wie stehen Sie dazu? Also ich finde dieses Konzept wunderbar, ganz fantastisch und es erfüllt die Kriterien von Nudging. Da will ich vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Wenn ich immobil bin oder im Bett liege oder ich verordne Bettruhe, dann ist sie so gefährlich, dass ich eigentlich darüber aufklären müsste. Bettruhe ist extrem nachteilig. Wenn ich Patienten Bettruhe verordne, muss ich wissen, was ich damit anrichte. Es geht gerade bei älteren Menschen rasend schnell, dass man Mobilität, Koordination, Gleichgewichtsregulation verliert. Und es ist mühsam, es dauert zeitlich etwa 6 bis 10 Mal so lange, das wieder aufzuholen, was man in kurzer Zeit verloren hat. Der Säugling lernt innerhalb von 1 Jahr zu laufen. Der alte Mensch kann diese Fähigkeit innerhalb von 2 Wochen Bettlägerigkeit verlieren. Und genau darum geht es. Wenn ich jetzt als aktivierendes Pflegekonzept fordere, bitte aktiviert den Patienten, dann ist das eine ganz allgemeine Anordnung, die inhaltlich, ja, wie soll ich das umsetzen als Pflegekraft? Und jetzt kommt Nudging ins Spiel. Nudging bedeutet, ich gebe einen kleinen Stups, eine kleine Anregung. Und wenn ich dann sage, okay, 3-Schritte-Methode, dann weiß ich, ich transferiere den Patienten nicht nur vom Rollstuhl ins Bett, sondern wenn er dann steht, gehe ich einfach mal 3 Schritte und habe praktisch ein kleines Bewegungsprogramm integriert. Und in der Summe kommt da eine ganze Menge zusammen. Und das Mindeste ist Erhalt der Funktionalität, das, was noch da ist, zu erhalten, eventuell auch weiter zu verbessern.
Aber durch diese Eselsbrücke, sag ich mal, oder durch diese Benennung, klare Benennung, drei Schritte, das behält man. Das ist Nudging, das setzt sich um. Wenn ich allgemein sage, mobilisieren, da versteht jeder was anderes darunter. Und deshalb ist das in meinen Augen ein geniales Konzept. Das ist hervorragend. Ist das in der Praxis umsetzbar? Weil man hört immer wieder, wir haben zu wenig Pflegekräfte, wir haben keine Zeit, wir müssen den ganzen Tag dokumentieren. Hat die Pflege überhaupt die Zeit, hat die Pflegefachkraft überhaupt die Zeit, diese Aktivierung, wollen wir gar nicht von Mobilisation sprechen, diese Aktivierung des Bewohners, des Patienten überhaupt in die Realität zu überführen? Es ist ein riesiges Problem, dass eben viel Pflegezeit dem Patienten genommen wird und in der Qualität untergeht, indem wir dokumentieren. Es wird ja das geglaubt, was dokumentiert ist, nicht das, was umgesetzt wird, weil es auch nicht überprüfbar ist. Das heißt, wir müssen in diesen Feldern vertrauensvoll miteinander umgehen, auch einer Pflegekraft, einem Arzt vertrauen, dass er adäquat arbeitet und ihm auch diese zeitlichen Korridore ermöglichen, damit er das eben inhaltlich umsetzen kann. Und das wird gelebt und umgesetzt im Geiste einer Abteilung. Wie diese Abteilung insgesamt strukturiert ist, geführt wird, da lassen sich solche Konzepte realisieren. Ich kenne gute Beispiele, wo es gelingt. Es gibt auch entsprechend ungünstige Beispiele, wo es eben schwierig ist umzusetzen. Aber aus einem guten Miteinander, teambasiertem Arbeiten und guter Kommunikation mit entsprechenden leitenden Mitarbeitern auch in den einzelnen Berufsgruppen lässt sich ganz viel umsetzen, trotz aller Einschränkungen, allem Zeitdruck, den wir haben. Und der Patient ist letztendlich derjenige, der davon profitiert. Den dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und das Konzept so zu benennen, inhaltlich zu definieren, und drei Schritte sind machbar, sag ich mal. 10 Schritte wäre schon anders. Es ist ganz bewusst auch so gewählt, 3-Schritte-Konzept, halte ich für eine geniale Idee. Und ich denke, das hat durchaus eine gute Chance, umgesetzt zu werden, trotz aller Restriktionen, die wir haben. Ein tolles Schlusswort. Nudging habe ich jetzt gelernt, auch sehr schön. Sozusagen nicht immer das ganz heroische Ziel, sondern eben mit kleinen Zielen versuchen, das zu erreichen, was man erreichen möchte. Ich wäre sehr, sehr interessiert, von Ihnen zu erfahren, ob Sie ein solches Konzept in Ihrer Einrichtung umsetzen können. Ich würde mich sehr über Ihre Kommentare freuen. Sie haben die Möglichkeit, unter diesem Video Kommentare zu hinterlassen, sodass wir in den Austausch treten können. Sie können auch gerne Themen aufzeigen, die Sie gerne diskutiert haben möchten mit mir und mit entsprechenden Gesprächspartnern, die ich sehr gerne einladen möchte, für Sie einladen möchte, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist das Ziel, was wir alle erreichen wollen, sei es, dass wir Ärzte, sei es, dass wir Pflege, sei es, dass wir Juristen sind. Ein Ziel ist, das ist der Patient, der im Mittelpunkt steht und um dessen Gesundheit geht es uns allen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie immer wieder auf unseren Kanal kommen. Wenn Sie kein Video verpassen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Kanal auch zu abonnieren. Es gibt noch viel, viel weitere Informationen auf unserem Online-Portal rechtsdepesche.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wir brauchen Sie. In diesem Sinne alles Gute, Ihr Volker Großkopf.